Isso. Winja Hadashta. Urgi Winjam Sakwim. Urusimqua. Yo, und herzlich willkommen zurück bei Far Cry Primal. Ja, genau, du hast recht. Wir waren ja stehen geblieben. Hier haben wir uns erstmal ein paar Ziegen gefangen und haben uns ein paar Pfeile gebaut. Und jetzt wurde Nacht und wir sollten uns ein Versteck suchen. Einen Versteck suchen und... Naja, jetzt haben wir uns sogar eine Höhle gerichtet, wo wir auch übernachten können. Und Schutz vor irgendwelchen Tieren haben. Also Feuer ist ja immer gut. Jetzt schauen wir mal, was nachts alles hier rumläuft. Eigentlich wollte ich in die Karte. Warte mal. Warum kann ich meine Karte nicht hin und her bewegen? Ich kann nur... Das ist aber echt schwierig zu sehen. Also im Dunkeln brauche ich auf jeden Fall meinen Jägerblick. Ich kann jetzt eine Keule herstellen, wird mir gesagt. Handwerk. Keule bitte herstellen. Yo. Schaden 3, Haltbarkeit 4, Geschick 4, Besonderheiten, Schwung trifft mehrere Gegner, Wurf betäubt. Upgrade, Schaden 4, okay, ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Waffe mehr. Was ist denn das für ein Ding? Ach, da kommt ein Stein rein. Geile Sache, ey, sowas habe ich in der Schule immer gesehen, also in den Geschichtsbüchern. Und das habe ich jetzt selber in der Hand hier. Geil. Ach, das kann ich auch werfen, oder was? Was soll ich jetzt machen? Entzünde deine Keule, um daraus eine Fackel zu machen. Okay. Keule anzünden, bitte. Folge den Venya-Spuren. Halte R3 gedrückt, um deinen Jägerblick einzusetzen. Jo, das mache ich doch gerne. Aber ich kann es nicht lange immer da oben lang, oder? Ach, da sind die Venya-Spuren. Auf jeden Fall da lang. Meine Fackel. Okay, ich kann die Sträucher hier verbrennen. Achso, muss ich dagegen schlagen, oder was? Nein, jetzt brenne ich selber auch. Ah! Ja, sorry. Jetzt habe ich mich selber irgendwie verbrannt. Kann ich das wieder entzünden? Keule entzünden. Muss ich echt aufpassen, dass ich nicht selber wieder verbrenne. Also ich höre irgendwelche Tiere. Das hört sich nicht so gut an. Da gehen die Spuren hin. Hab gerade so ein bisschen Schiss. Boah, ich dachte, da ist was. Kann ich da runterspringen, ohne dass mir was passiert? Probieren wir es mal. Ja, die Menschen früher waren ja viel kräftiger als heutzutage. Heutzutage springt man von einem Meter und bricht sich schon was. Echt schlimm. Also ich glaube, ich kann das auch schmeißen. Ich muss mal meinen Jägerblick wieder einschalten. Einen Moment, das sammle ich noch ein. Ich glaube, ich muss alles mitnehmen, was ich sehe. Das werden wir brauchen. Da ist was. Da ist auf jeden Fall was.
Ein Wolf. Soll ich ihn angreifen oder soll ich ihn zähmen? Aber ich habe doch nichts zum Zähmen. Jetzt zähmen? Hm. Gute Idee, aber ich habe... Das ist ein toter Wolf, ist das. Nicht, dass der ganze Rudel noch hier ist gleich. Er lebt von starkem Venya. Ja, wir sind ja auch ein Venya, ne? Da ist noch was. Oh, oh, jetzt fangen auch noch die Wölfe an zu schreien. Ich soll die mit Feuer verjagen. Also, ich soll die mit R2, meine Keule, hin und her schwingen und damit die verjagt werden. So, ja, aber meine Keule ist gleich schon ganz ausgebrannt, sehe ich gerade. Ach du Scheiße. Hey, ja. Haut ab. Etwas Schiss vor Wölfen. Boah, der brennt richtig. Hohoho. Also ich glaube, das klappt, aber ich hoffe, da kommt jetzt keins von hinten oder sowas. Weil die Wölfe jagen auch gerne von hinten. Ah, jetzt habe ich mich selbst verbrannt. Hey. Nein. Hey Wolf, hau ab. Ich habe mit mir selbst zu kämpfen gerade. Du Scheiße, was ist das hier? Fleisch. Ich kann die doch jetzt irgendwie... Tasche ist voll, ja, aber ich will einen Wolf als Freund machen hier. Das kann ich doch mit Fleisch. Ey, das hört sich echt schlimm an. Wie die da... Nein! 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 Alter, willst du mich verarschen? Habe ich da keine Keule mehr? Ach du Scheiße, jetzt wird's lustig. Ach du Scheiße! Eieieiei! Ich wusste gerade nicht, was ich machen soll. Wolffleisch tut auch gut. Aber ich komme da jetzt nicht vorbei. Ohne die... So, einer weniger. Gibt es auf jeden Fall schöne Punkte, wenn man Kopfschüsse macht. Oh oh. Oh oh. Da kommt von hinten. So ein Schlauer. Ey, das ist ein Alpha-Tier, glaube ich. Der ist ganz schlau. Eieieiei. Also. Das wird ja alles noch schlimmer mit den ganzen Tieren, was es vor 10.000 Jahren gab. Die Wölfe sind ja nichts dagegen. Also, Leute. Schauen wir mal, was noch alles auf uns zukommt. Ich höre doch noch irgendwas. Jetzt gucke ich mal, wo meine Vorfahren oder meine Leute hingelaufen sind. Ach, da war ich richtig eben gerade. Ach, dieses Wolf hat gelbes Blut. Und die anderen rot. Das war doch ein Alpha-Tier. Oder... Das war jetzt einfach eine Vermutung von mir.
Oh, oh. Was ist das? Alter, mach mir keinen Scheiß jetzt hier. Keine Angst, meinte ich. Macht mir keine Angst hier. Hört sich auf jeden Fall richtig schräg an. Feuerstein gesammelt. Da kann ich mir keine Keule mehr bauen hier. Schade. Warte mal, warte mal. Nein, 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 nein. Ja, Schleichen, Nahkampf. Eule. Die Eule finden wir auch irgendwann mal, ja. Da, ködern und zähmen. Das will ich machen. Waffenrad her, halte L1 gedrückt und markiere den Köder, um Infos zu erhalten. Wirf Köder mit R1 aus, um Bestien anzulocken. Nähere dich dem Tier langsam, während er frisst. Es frisst und halte Viereck gedrückt, um die Bestie zu zähmen. Drücke im Steuerkreuz rechts, um deine gezähmten Bestien anzusehen. Das war jetzt ein Stein. Das muss ich erstmal irgendwie festlegen, oder? Beutetasche? Tierhäute? Mann. Da muss ich erstmal ein bisschen... mich ein bisschen reinlesen. Waffenrohstoffe? Nahrung? Schalt, Nahrung kann ich doch irgendwie... irgendwo hinschicken, oder? Ich kann nichts anwählen? Nein. Fähigkeiten? Ich glaube, ich kann die noch nicht zählen. So wie es aussieht. Also ich laufe jetzt auf jeden Fall mal weiter, ja? Asche noch warm. Venya ist nah. Also, ihr habt genug hier mit Ein-Mann-Armee. Ich will meine Leute. Boah! War das jetzt falsch von mir? Dass ich da reingesprungen bin? Nee. Aber ich dachte schon, der ertrinkt. So, gewaschen haben wir uns heute auch. Das reicht für 2 Wochen. Aber ich habe ja keine Keule mehr. Ich will die entzünden, aber... herstellen? Ah, ich kann die herstellen. Cool. Hätte ich auch vorher gebrauchen können, als mich die Wölfe angegriffen haben. Also ich konnte doch noch was herstellen. Also auf der Karte ist gar nichts, gar keine Information, wo ich hier gerade hinlaufe. Was ist das für ein Geräusch? Also hier ist auf... hier wurde irgendwas umgelegt. Ich kann aber nicht nachforschen oder sowas, ne? Da ist wieder was? Ist das Tierblut oder Blut von einem Freund von uns? Aber irgendwas schreit da gewaltig, ey. Das ist nicht normal. Da oben bewegt sich was. Dort oben bewegt sich auf jeden Fall was. Das ist Feuer? Das ist doch wieder ein Speicherplatz für uns oder Lagerplatz oder was das ist. Yes. Doch nicht. Kann ich das nicht anzünden. Alvenia haben hier angehalten, um Wunden zu heilen. Kann ich das nicht entfechten hier? Hallo? Hallo? Nix.
Tasche für dieses Gegenstand bereits voll. Jetzt muss ich aufpassen, da oben war irgendwas. Also ich bin mir sicher, da oben war was. Soll ich unten lang oder oben lang? Achso, ich muss oben lang. Aber ich will mich nochmal unten umsehen, bevor ich da jetzt weitergehe. Nicht, dass ich hier irgendwas verpasse. Irgendwas Wichtiges. Da ist eine Ratte. Da, die Ratte will ich auch mitnehmen. Fleisch ist voll. Fleisch ist voll. Wie war das? Feuer anfechten? Ja. Ich wollte es gerade sagen, wie es war. Hey, lass mich doch mal hier wieder Feuer zu machen. Und dann habe ich es schon gemacht. Da komme ich da nicht mehr hoch. Doch. Ah, jetzt wird mein Feuer wieder ausgehen. Ja. Nochmal bitte. Und jetzt rüberspringen. Das ist echt geil. Die Grafik ist richtig geil. Das ist schon mal gelungen. Richtig schön hier alles. Jetzt muss ich mich ducken auf jeden Fall. Tropft überall Wasser aus den Steinen. Das ist wie in echt. Also wer schon mal in so einer Höhle war, der weiß, was ich meine. Ich war auf jeden Fall auch schon mal in so einer Höhle. Und da tropft wirklich Wasser von oben. Nicht überall natürlich, aber es gibt Höhlen, wo Wasser von oben kommt. Quellwasser nennt man das auch. Hey, was ist denn jetzt? Ja, das sagt mir jedes Mal, dass ich R3 drücken soll für die Spurensuche, aber irgendwie weiß ich schon, wo ich lang muss, ohne... Es gibt ja nur einen Weg. Also überall Ratten, die wir auch fressen können. Ich weiß nicht, wie die Ratten früher geschmeckt haben, aber heutzutage sind die Ratten giftig. Sollte lieber keiner dran knabbern. Oh. Mal gehen wir mal wieder. Gehen wir mal wieder eine Runde schwimmen. Naja, was soll's. Scheiße, was ist denn jetzt los? Ist hier irgendwas im Wasser? Weil die Musik sich auch auf jeden Fall ändert. Ey, mach mir keine Angst. Blöde Musik. Da ist was, da ist was. Mach mal den Jägerblick wieder aus hier. Da ist, glaube ich, ein Säbelzahntiger. Hey, wie komme ich hier wieder raus? Ah, ich kann auch schnell schwimmen. Cool. Da ist doch jemand. Ist es... Sind es Leute von uns? Werde ich gleich mal erfahren. Werde ich gleich erfahren. Oh. Oh. Checkpoint.